Ich werde den Verdacht nicht los, dass diese Herren das gar nicht wollen, dass hier konstruktiv und erfolgreich verhandelt wird. Dann sollen sie es sagen. Und ich muss mal sagen, damit muss man jetzt mal endlich Schluss machen. Also entweder will man gemeinsam was machen, dann unterlässt man sowas, ja, öffentliche Angriffe auf andere Verhandler zu machen, oder man sagt gleich, man will das nicht haben. Dann sollen sie es sagen. Aber das geht mal gar nicht. Entweder verhandelt man, dann verhandelt man und lässt pauschale Angriffe auf andere Seiten mal beiseite, und zwar radikal. Oder ich werde den Verdacht nicht los, dass diese Herren das gar nicht wollen, dass hier konstruktiv und erfolgreich verhandelt wird. Dann sollen sie es sagen. Aber so geht's mal nicht weiter. Die machen das ja schon seit einiger Zeit. Ja, das macht's nicht besser. Darum sage ich ja, sie müssen endlich mal damit aufhören. Das klingt aber nicht besonders optimistisch. Nein, das klingt nicht optimistisch.